Prost Mahlzeit. Ich habe mich hier gerade mal bereit gemacht, um gleich in die Sonne zu gehen, um knackenbraun zu werden. Dazu habe ich früher immer meinen Amiga und auch meinen Super Nintendo mitgenommen. Ohne geht ja kaum. Und das hätte ich aber lieber sein lassen sollen, denn die sind dadurch ziemlich gelb geworden, vergilbt und sehen ziemlich verpekt aus. Das kann man aber ändern, und zwar mit einem Gel namens Retro Bright. Und wie das wirkt und was das soll und wie das geht, das schaue ich mir jetzt heute mal an. Ja, hier haben wir also das gute Stück, mein alter Amiga 500. Hier sieht man so verschiedene Aufkleber, die ich da damals drauf hatte. Das am Amiga da oben zum Beispiel war eine Uhr, die ich mir da drauf geklebt hatte. Der Computer selber hatte ja keine. Dann die Speichererweiterung, da war so ein Ein- und Ausschalter. Da ist das Gehäuse auch nicht so vergilbt. Ansonsten aber quitte gelb und auch die Tastatur vor allen Dingen. Da kann man ja kaum die Buchstaben noch erkennen. Leider fehlt mir auch die linke Alt-Taste. Schade, na gut, aber hat jetzt hiermit nichts zu tun. Das Gehäuse von unten, so war die Farbe mal original. Und hier haben wir dann das Super Nintendo, auch ziemlich vergilbt. Von allen Seiten mal beguckt. Das hat schon bessere Zeiten gesehen. Die genauen Infos, wie das Ganze überhaupt funktioniert und warum der Kunststoff zum Beispiel gelb wird, das kann man alles unter www.retrobright.com nachlesen. Ich blende das hier auch gleich mal ein. Retro übrigens dann mit 0 geschrieben, nicht mit O. So, okay, also hier haben wir jetzt also das Super Nintendo und den Amiga und die Ingredienzien im Retrobright. Also da braucht man Wasserstoffperoxidlösung, Glycerin. Haben wir hier, kriegt man beides in der Apotheke. Da haben wir dann dieses Pulver da, das ist Oxy-Action. Und als Verdickungsmittel wird Xanthan empfohlen. Ich habe das aber nirgendwo bekommen, deswegen habe ich Agar-Agar genommen. Dachte mir, das wird wohl auch klappen. Dann haben wir hier ein paar Schutzhandschuhe und die Orchidee, die steht da nur, weil das einfach netter aussieht. So, okay, also, da Wasserstoffperoxid, auch genannt H2O2, ätzend ist und gerade mit Haut und Schleimhäuten ganz gerne ziemlichen Unfug treibt, ziehe ich mir jetzt hier also meine Handschuhe an und fülle das H2O2 15%ig übrigens mal in die Schüssel. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Glycerin dazu. Ich habe hier aus Versehen einen Teelöffel genommen. Nee, andersrum. Ein Teelöffel Glycerin soll rein, aber ich habe einen Esslöffel genommen. Ich schäme. Hat aber keine größeren Auswirkungen gehabt, denke ich mal. So, dann das Verdickungsmittel Agar-Agar. Zwei Löffel Xanthan wurden ja empfohlen, also habe ich auch zwei Löffel Agar-Agar genommen. Das Ganze schön verrührt. Und wie man leider sieht, es funktioniert mit Agar-Agar nicht. Es bleibt flüssig, also das kann man sich schenken. Man sollte schon das Xanthan nehmen. So, hier habe ich dann die Tastatur mal auseinandergenommen, um die Knöpfe, also die Tasten, alle schön einweichen zu lassen in der Lösung. Und bevor es losgeht, die Gehäuse nochmal ordentlich abschrubbeln und abduschen. Man will ja nicht den Dreck da drauf gleichen, sondern das Gehäuse selber. So, jetzt wird also das Gel oder die Flüssigkeit aktiviert, nämlich mit dem Oxy-Action. Solange man das nicht dazu kippt, kann man das auch längere Zeit lagern in einem dunklen Gefäß. Aber jetzt ist das Oxy-Action eben mit drin und deswegen muss man es jetzt auch benutzen. Da es also flüssig geblieben ist, wie gesagt, habe ich das Gehäuse nur mit so einem Schaumstoffding hier alle halbe Stunde eingeschmiert. Damit es also überall immer benetzt ist. Die anderen Teile liegen jetzt auch da, das habe ich nur nicht im Film. Ja,
nachdem das mit dem Retro-Ride ja das letzte Mal nur so mittel geklappt hat, weil ja das alles ganz flüssig geblieben ist, habe ich mir jetzt nochmal bei eBay dieses richtige, echte Xanthan besorgt. Da gibt es das nämlich dann doch zu kaufen in 50 Gramm Packung oder auch in 100 Gramm Packung. Ich habe mir mal so ein 100 Gramm Packungsteil besorgt, habe ich so ein merkwürdiges Tütchen bekommen mit einem weißen Pulver drin. Am Hauptbahnhof sollte ich mich damit nicht blicken lassen, glaube ich, aber hier kommt es mal auf den zweiten Versuch an. Ja, also auf ein neues. Wasserstoffperoxid habe ich mir auch neues geholt, diesmal 30%. Denn wenn man in der Apotheke sich 15%iges anmischen lässt, dann nehmen die dafür Kohle. Man kann aber aus 30%igen ganz leicht 15%iges machen, indem man genauso viel Wasser dazu kippt. So habe ich also anstatt 12 Euro nur 3 Euro bezahlt und insofern war das, glaube ich, ein ganz guter Deal. So, ja, hier löse ich jetzt gerade das Oxy-Action in warmem Wasser auf, damit das in diesem Brei, den ich da vorhin schon angerührt habe, dann auch gut lösbar ist. Außerdem war mir der Brei zu dick, deswegen habe ich ein bisschen mehr Wasser genommen, als da eigentlich nötig wäre, um das Pulver aufzulösen. Also die 2 Löffel Xanthan, die waren vielleicht ein bisschen viel. Ich hätte vielleicht 1,5 hätten sie auch getan. Das war echt eine ziemlich dicke Pampe. So, also dazu. Und dann nochmal alles schön verrühren. Schön vorsichtig, damit man da nicht irgendwas hinsprüht, wo man es nicht hinhaben möchte. So, und jetzt haben wir dann eine schöne pastöse Masse. So, und hier habe ich dann noch einen Fourscore, den habe ich nochmal schnell dazu geholt. Der kann auch ein bisschen vertragen. Tja, gleichmäßiger konnte ich das irgendwie nicht auftragen, weil das eben doch ziemlich dickflüssig ist. Immer noch, obwohl ich es noch verdünnt habe. Aber gut. Kommt eben auf den Versuch an. Das Amiga-Gehäuse habe ich nicht nochmal gebleicht. Oder sagt man geblichen? Übrigens quillt das Retro Bright auch ganz gerne. Also nicht irgendwo hinstellen, wo es auf irgendwas drauf tropfen kann. So, also jetzt haben wir hier die Ergebnisse. Ein schöner, wunderbarer Amiga mit weißem Gehäuse. Hier nochmal in Nahaufnahme. Man sieht keine Aufkleber mehr. Also man sieht nicht mehr, wo mal welche waren, weil das drumherum überall vergilbt ist, sondern es ist alles schön gleichmäßig. Die Tastatur an sich hätte noch einen kleinen Tick heller werden können. Also es ist noch ein bisschen vergilbt, aber auf alle Fälle macht sich dieser Amiga schon wesentlich besser wieder auf irgendeinem Schreibtisch als das hier. Also ich würde sagen, wunderschöner Erfolg. Falls übrigens jemand so eine Alt-Taste noch über hat für mich, dann kann er sich gerne bei mir melden. So, hier das Super Nintendo. Ja, da hat es leider nicht ganz so gut geklappt. Das Vergilbte ist zwar größtenteils raus, aber das Gehäuse hat auch ein paar Überreaktionen gehabt offensichtlich. Diese weißen Schlieren, die da überall drauf sind, da ist das dann doch wohl ein bisschen zu viel gewesen. Obwohl ich also die gleiche Lösung genommen habe, wie eben auch für den Amiga oder für den Fourscore. Bei dem Super Nintendo hat es ein bisschen zu viel des Guten reagiert. Schade. Ich denke mal, das kriegt man jetzt auch nicht mehr raus. Und zu guter Letzt dann noch der Fourscore. Absolut perfekt. Das ging auch rasend schnell. Also nach 3 Stunden konnte ich den auch schon... war der schon fertig. Da sieht man wirklich überhaupt nichts mehr vom Gelb. Also das ist absoluter Erfolg bei dem Teil. Auch die Knöpfe habe ich geblichen und es hat da auch funktioniert. Ja, also insgesamt wunderschönes Projekt. Bitte vorsichtig sein mit den Chemikalien, wenn ihr die euch besorgt. Das Ganze ist ätzend, gesundheitsschädlich. Man muss damit aufpassen, mit dem nötigen Respekt das Ganze behandeln. Wie man das behandelt, da steht auch auf der RetroBrite-Seite. Also immer Schutzhandschuhe tragen und bei Kontakt ausspülen mit viel Wasser und so weiter. Also nicht gedankenlos damit rumplanschen. Hier nochmal der Vergleich mit dem einen Ausschalter meiner Speichererweiterung. Ich denke, das kann sich wohl sehen lassen. Okay, dann also bis zur nächsten Folge Retro Snippets. Bis dann, macht's gut und tschüss.